Ja, schönen guten Morgen. Können Sie mich hören? Ja? Ja, ich kann Sie hören. Ach, Entschuldigung, ich habe heute so Ärger mit dem Telefon gehabt. Da frage ich lieber, bevor ich unnötig erzähle. Was wollte ich denn? Ja, mein Name ist Rabe. Ich rufe an wegen dem Preis, ne? Ja, dann sagen Sie mal, was Sie haben möchten. Ach, darf man sich das aussuchen? Ja, rot oder blau? Also, ich dachte ja gerade schon. Gibt's da einen Tipp, was wertiger ist, sag ich mal? Hallo? Gibt keinen Tipp. Rot oder? Ich habe keinen Tipp. Rot oder blau? Können Sie sich aus? Und was möchten Sie denn haben? Naja, ich würde gern mal wieder, sag ich mal, meinen Enkelsohn sehen, ne? Das ist länger her. Nein, welches Paket Sie haben möchten? Rot oder blau sollen Sie sich Ach, aussuchen? ja, dann würde ich rot nehmen, bitte. Das Rote. Ja. Ja, Sie gehören hier tatsächlich zu den Glücklichen, die einen Reisegutschein im Wert von 3 mal 100 € für ausgewählte Bus- und Städtereisen unseres Partners Trend-Tours Touristik GmbH gewonnen haben. Und Sie Oh. dürfen sich selbst aussuchen, wann, wie, mit wem, wohin Sie reisen und bekommen dann bis zu 300 € auf den Reisewert gutgeschrieben. Dann mal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja, Sie da hat sich der Anruf ja gelohnt. Ich habe gerade schon meiner Margret gesagt, da brauchst du nicht anrufen. Dann hat sie gesagt, nee, da musst du das machen. Dankeschön, da hat sich das Ja, ja ich will noch gelohnt. was sagen. Ja. Ich wollte noch was sagen. Entschuldigung. Ja. Ja, ich weiß noch gar nicht fertig, wir hören Sie doch erstmal in Ruhe Ja, ich zu. bin ganz Ja. aufgeregt, ne? Ja, brauchen Sie nicht zu sein. Immer mit der Weil Ruhe. heute Ganz Morgen war ruhig. ein Ja. Eichhörnchen auf der Terrasse Ganz, und jetzt dieses ganz freudige ruhig. Ja, Ereignis. ich mache das jetzt alles mit Ihnen in Ruhe. Sie Ja. bekommen circa 4 Wochen Ihren Gutschein. Damit der ankommt, benötige ich ein paar Angaben. Wie Sie verraten mir jetzt Ihren Vornamen. Ja, Gerhard Rabe ist, also Rabe ist der Nachname, ne? Rabe mit 2 A, 1 A. Mit Doppel-A. Und Ihre Straße? Nochmal bitte. Ihre Straße? Ja, das ist die Hauptstraße Ja? in 89. Nee, die Hausnummer brauche ich doch noch. Bitte? Die Hauptstraße, die Hausnummer brauche ich noch. 104 Cäsar. Und Ihre Postleitzahl? Das ist die neue. Nee. Ich bringe die Zahlen durcheinander. Ach, ich lese das kurz ab. Einen Moment bitte. 8, 9, 2, 3, 3. Und wie heißt der Ort? Neu-Ulm. Der Ihr Ortsteil ist Pfuhl. Geburtsdatum? Vielleicht kennen Sie das. Da kommt die Marianne Hitzler her. Die ist ganz Nein, bekannt. kenne ich nicht. Ihr Na gut. Geburtsdatum, bitte. Das ist der 8. Mai. 47. Und Ihre Telefonnummer? Ja, die kann ich Ihnen auch gerne sagen. Das ist die 04863 Ja. 77 Ja. 402 9. Ja. Dann sind Sie kriegen Sie, wie gesagt, jetzt in circa 4 Wochen Ihren Gutschein Ja. und ich darf viel Freude damit wünschen, Herr Ja, Rabe. vielen Dank. Ist das für eine Person oder wie gestaltet sich das? Sie suchen sich selbst aus, mit wem, wann, wie und wohin Sie reisen. Das suchen Sie sich selbst Das war aus. jetzt gerade zu viel, Immer. das muss ich einmal kurz mitschreiben. Einen Moment bitte. So nochmal, also wen, es darf ich mir aussuchen, wen ich mitnehme. Was war noch? Ich habe gesagt, Sie suchen sich selbst aus. Ja. Mit wem, wann und wie und wohin Sie reisen. Suchen Sie sich selbst aus. Das kriegen Sie Ja. doch jetzt schriftlich. Sie bekommen es jetzt nach Hause Ja, schriftlich, Herr ich Rabe. schreibe gerade, ich bin nicht so schnell. Es Was kommt war der letzte schriftlich. Punkt? Herr Rabe, nochmal. Ja. Es kommt doch jetzt schriftlich zu Ihnen. Das kommt doch jetzt schriftlich alles. Heute? Nein, in circa 4 Wochen kommt das. Oh, das ist doch gut. Das kriegen Sie jetzt alles schriftlich in circa 4 Wochen. Kriegen Sie das alles schriftlich? Ja, da freue ich mich. Ja? Dankeschön. Das ist sehr Und nett. ich wollte gerade noch sagen, Herr Rabe, mit Ja. Ihrem Anruf haben Sie auch noch großes Glück gehabt. Wir Das dürfen hier stimmt. nämlich noch, wir dürfen hier nämlich noch zu unserer Bonusrunde einladen. Und ich erkläre sie Ihnen jetzt. Die Basis
ist nämlich hier unser Team von insgesamt nur 180 Teilnehmern. Der offizielle Startschuss, der fällt am 18. Januar. Das schreibe ich mir auf. 18. Januar. All Das ist 23, ja? ja, 18. Gut. Januar 23. Sie bekommen aber auch dann hier, wenn Sie hier mitmachen, alles schriftlich. Ich Das hat erkläre jetzt aber nichts mit dem Stromanbieterwechsel zu tun, ne? Weil die haben auch gesagt, Nein, 18. nein, Januar, das ist dann nein, nur ein Herr Rab, Zufall. nein. Ich erkläre Ihnen jetzt unsere Runde, ja? Die Ich Hunde? erkläre die Runde, habe ich gesagt, die Bonusrunde, erkläre ich Ihnen jetzt. Bonusrunde. Hören Sie einfach denn in Ruhe zu. Ja, Ich das kann erkläre ich alles. besonders gut zuhören, das sagt Ja? meine Frau immer. Ja, also wir sind da mit unserer kleinen Gemeinschaft hier beim deutschen Lotto-Toto-Block dabei. Mit einer Wir sind Gewerkschaft? bei unserer kleinen Gemeinschaft. Verstehen Sie mich gar nicht, Herr Rabe? Kann das sein, dass Sie mich überhaupt nicht Na, Sie verstehen? sprechen ein bisschen schnell, das ist aber nichts Politisches, oder? Nein, das ist nicht. Ich spreche eigentlich schon sehr langsam und sehr laut sogar schon. Das ist sehr nett von Ihnen, so kann ich das auch Verstehen? verstehen, ne? Also, Sie spielen hier Premium-Typ 49, denn mal mit. Und mit unserer kleinen Gemeinschaft sind Sie da beim deutschen Lotto-Toto-Block dabei. Aha. Der große Unterschied ist, dass Sie hier nicht nur mit einem Lottoschein spielen, sondern gleich mit 119 Tippreihen pro Ziehung je Mittwoch und Samstag. Das Spiel 77 sowie Super 6 haben wir dann auch jeweils 10-mal mit angekreuzt. Das entspricht bildlich gesehen 10 ausgefüllten Scheinen pro Ziehung. Ja. Und damit Sie denn auch allein gewinnen, erhalten Sie als Extra jeden Samstag ein Tippfeld noch mit oben drauf. Dieser Glückstipp ist Ihr persönlicher. Aha. Wenn Ihre Zahlen gezogen werden, geht das Ganze direkt zu Ihnen. Das ist ja super. Den Jackpot können wir hier nicht versprechen, das ist klar. Mit uns werden Sie hier aber definitiv mindestens zwei Treffer dann pro Ziehung haben. Und das garantieren wir Ihnen, weil bei Spiel 77 gewinnt ja schon die letzte Endziffer. Da Sie es 10-mal Mittwochs drin haben, Aha. 10-mal Samstags, haben Sie die Endziffern hier alle immer von 0 bis 9 ab. Gedeckt, auch bei Super 6. Also vier Treffer jede Woche haben Sie hier schon. Das ist ja großartig. Und um das Lotto auch noch ein wenig abzurunden, sammeln unsere Mitspieler mit dem Premium Card Pro Sparprogramm zusätzlich Bonusprämienpunkte. Die können Sie dann ganz einfach in wertvolle Markenprodukte eintauschen. In Da bekommen Sie D-Mark? ein Nein, in Markenprodukte. Sie können sich was aussuchen. Sie bekommen einen Prämienkatalog. Da haben Sie Aha. die Bereiche Küche, Haushalt, Bad, Werkzeuge, Multimedia, Technik, Garten. Da können Sie Ihre Bonuspunkte eintauschen, denn. Ja, mir Und ist alles. gestern, da wollte ich von meinem Enkelsohn das Klassenfoto aufhängen. Da ist mir meine Wasserwaage runtergefallen. Ach Gott. Haben Sie sowas da auch drin? Müssen Sie mal mitschauen, denn ja, in dem Prämienkatalog, da Ja, sind ja wenn Sie gerade Werkzeuge. so nett wären, ich warte dann, ne? Herr Rabe, das kann ich nicht nachschauen, weil den Prämienkatalog habe ich ja hier nicht. Oh. Ja, ich weiß doch nicht, was denn ab 18. Januar da für Prämien drin sind. Das weiß ich Ach nicht. so, Ja? was gab's denn da bisher, so dass ich mir Wie da so eine gesagt, Vorstellung machen kann? wie gesagt. Wir haben alles drin. Bereiche Küche, Haushalt, Bad, Werkzeuge, Garten, Technik. Ja? Kirche, haben Sie Und Kirche gesagt? Das ist dann so. Technik, habe ich gesagt. Technik. Ach so. Ja? Ja, das, also, aber dann für, sag ich mal, Dann ja. da bekommen Sie ja dann den Prämienkatalog und da können Sie ja dann reinschauen. Das ist nett. Und jetzt ist ja der wichtigste Punkt, sicherlich auch Ihre Frage, was setze ich dafür ein? Nee. Gerade mal nur 2
1,41 € pro Ziehung für alle 119 Tipps inklusive Super 6 und Spiel 77 insgesamt. Das ergibt im Monat einen fairen Betrag von nur 59,50 € und 3 kurze überschaubare Monate läuft unsere Aktion zunächst. Also dann glaube ich, ist mein Taschenrechner kaputt. Sie haben gesagt 2,21 €? Nein, 2,41 € pro Ziehung im Monat 59,50 €, 3 kurze überschaubare Monate läuft unsere Aktion. Deswegen sage ich, nutzen Ihre Chance und Sie dürfen mir Ihre 6 Zahlen von 1 bis 49 noch sagen. Was nehmen wir da mal Schönes, Herr Rabe? Also ich muss jetzt gerade noch mal sagen, Mathematik ist jetzt nie mein Fach gewesen. Das sind bei 119 Ziehungen mal 2,24, da komme ich auf 283,76. Sie zahlen bei uns nur 59,50 € im Monat. Sie haben dafür 80 Scheine ausgefüllte. Ja? Also 59,50 € durch 80, dann wären das 74 Cent. Sie haben ja aber gerade 2,24 gesagt. Herr Rabe, ja? Ich habe gesagt Scheine. Sie haben 10 ausgefüllte Scheine mittwochs und 10 ausgefüllte Scheine samstags. Also sind das im Monat 80 Scheine bildlich gesehen. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Also wenn ich das 100, aber durch die 59,50 € teile, dann kostet ja einer 74 Cent. Aber Sie haben ja 2,24 gesagt. Herr Rabe. Ja, bitte? Herr Rabe. Das sind 119 Tippreihen, 2,41 € pro Ziehung für 119 Tippreihen, 119 Tippreihen. Eine Tippreihe am Kiosk kostet über 1 €, nur eine einzige Tippreihe. Ja. Bei uns das 2,41 €. Das ist ja teurer. Wieso teurer? Für 119 Tippreihen? Nee, wenn das am Kino 1 € kostet und bei Ihnen 2,40 €, dann mache ich einen schlechten Schnitt. Herr Rabe? Ja? Ich habe gesagt, eine Tippreihe. Eine Tippreihe, nur eine. Ja? Kostet über 1 €. Und ich habe gesagt, Sie haben bei uns 119 Tippreihen und zahlen nur 2,41 € dann pro Ziehung für 119 Tippreihen. Da zahlen Sie doch viel, viel weniger. Das sind ja 118 Tippreihen Unterschied. Und Spiel 77, Super 6 ist mit drin. Und deswegen sage ich, nutzen Sie Ihre Chance und Sie können mir Ihre 6 Glückszahlen verraten von 1. Ich habe das jetzt nebenbei mal durchgerechnet, da war ich ja auf einem ganz falschen Rechenweg. Aber man merkt schon, dass sie da wissen, was sie machen. Das haben sie gut erklärt. Ne? Das ist halt alles nicht so. Ich bin ja mein Leben lang Schweinebauer gewesen. Da habe ich das nicht so gehabt mit Zahlen. Ja. Ne? Da habe ich gezählt, okay, wir haben die ja immer in so Boxen gehabt, A7. Und da musste man einfach nur die 7er Reihe kennen, aber halt nicht nur zehnfach, sondern ein bisschen höher. Und da wusste man immer, wie viele Schweine im Stall sind. Deswegen habe ich Ihnen ja das jetzt genau erklärt. Ja. Und deswegen sage ich ja, sind Sie denn ab 18. Januar die 3 Monate mal mit dabei? Und dann können Sie mir Ihre Tippreihe noch verraten. 6 Zahlen von 1 bis 49. Nehmen wir da mal? Das kriegen wir sicher. Ich ärgere mich jetzt halt, dass wir früher die Schweine nicht in 6er-Boxen gehalten haben. Dann hätte ich jetzt eben nicht so viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen, sondern das gleich verstanden. Nö, das ist ja kein Problem. Ich erkläre es Ihnen ja. Dafür bin ich ja da. Dann verraten Sie mir mal Ihre 6 Glückszahlen von 1 bis 49. Sagen Sie mal. Ich habe tatsächlich selten Glück gehabt. Ich bin da jetzt gar nicht so vorbereitet. Nehmen Sie Zahlen, was Ihnen spontan einfällt. 6 Stück. Ach, das ist von 1 bis 49. Ich weiß als Abend schon vom Fernseher nicht, was ich gucken will. Jetzt soll ich mich gleich 6-mal entscheiden. Na, Sie können auch Ihr Geburtsdatum nehmen. Sie können die 8 nehmen, Sie können die 5 nehmen, Sie das können ist, die 47 nehmen. Na, wollen wir das nochmal nehmen? Die 8 und die 5, die können wir auf jeden Fall schon mal nehmen. So, dann muss ich gerade. Ich kann ja meine Frau mitnehmen, haben Sie gesagt, ne? Ja, na klar. Dann muss ich Sie auch kurz fragen. Das Geburtsdatum.
12. Die 12? Was nehmen wir noch? Hört man schreien. Neunzehn. Ja, zwei so. Brauche ich noch. Die zwei? Zwei brauche ich noch. Ich brauche noch zwei Zahlen. Also ich habe jetzt die 8, die 5, die 12 und die 19. Zwei Stück brauche ich noch. Ja. Gibt's da Erfahrungswerte? Dann nehmen Sie doch Ihr Geburtsjahr noch, die 47 zum Beispiel. Ja, nee, das hat mir ja mein Leben lang nur Unglück gebracht. Na, dann sagen Sie uns anders. Wann wurde denn Angela Merkel geboren? Das weiß ich nicht. Verdammt. Ich wollte ja mein Leben lang nach Amerika. Wie viele Sternchen haben wir auf der Fahne? Oder Sie nehmen einfach die 22, das Jahr von... Ja, das schlechteste Jahr meines Lebens lässt sogar noch das Geburtsjahr im Schatten stehen. Dann soll es mir jetzt mal Glück bringen. Also wollen wir die 22 noch nehmen? Würde ich schon sagen. Und dann brauche ich noch eine Zahl. Sagen Sie mal, noch eine Zahl. Hallo? Ja, sagen Sie mir noch eine Zahl. Meine Frau möchte die 37 statt der 22. Sie sagt, das bringt nichts. Ja, 37 und dann sagen Sie mir noch eine Zahl. Margret, eine noch. Wir nehmen die 41, die habe ich auf dem Kennzeichen drauf. Die 41. Sehen Sie, kommt man dazu. Sehen Sie. Und alles, was wir hier besprochen haben, das bekommen Sie selbstverständlich schriftlich bestätigt. Das ist gut. Ich habe nämlich ein Gedächtnis wie ein Regenwurm. Ne? Ja. Nee, wie gesagt, das kommt ja alles nochmal schwarz auf weiß. Und der Betrag von insgesamt 59,50 für beide Premiumprodukte, der wird dann immer zum Monatsende kurz vor Spielbeginn. Jetzt haben Sie gerade zwei Produkte gesagt. Ich kann mich an das erste gar nicht erinnern. Also, das Lotto und Sie sammeln ja noch mit dem Premium Card Pro Sparprogramm diese Bonuspunkte. Ah, das war das mit der Wasserwaage, ne? Was Sie gefragt haben, genau. Ja, jetzt hält meine Frau gerade das Nudelholz hoch. Das ist neulich kaputt gegangen. Haben Sie da was im Repertoire? Herr Rabe, Sie können dann einfach in den Premium-Katalog gucken, was da für Premium sind. Können Sie mir den schon mal per E-Mail schicken? Herr Rabe, Sie haben das alles schriftlich jetzt nochmal, hatte ich Ihnen erklärt. Ja, ja, aber und wir sind jetzt in Urlaub. Ich möchte da ja schon reingucken. Und jetzt sage ich Ihnen gerade, dass der Betrag von 59,50 für beide Premiumprodukte dann immer zum Monatsende, kurz vor Spielbeginn von Ihrem Girokonto eingezogen wird. Das ist das erste Mal erst Ende Dezember, nachfolgend Ende Januar und Ende Februar. Ich dachte, das geht erst im Januar los. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, kurz vor Spielbeginn wird der Betrag abgezogen. Kurz vor Spielbeginn. Ist das alles kompliziert? Und alle Geld, ist ja nicht, wie gesagt, geht ja automatisch. Und alle Geldbeträge, die werden ebenfalls nach der monatlichen Abrechnung dann auf Ihr Konto überwiesen. Und mit welcher Bank arbeiten Sie da denn zusammen? Ist das Sparkasse, Volksbank? Was ist das bei Ihnen, Herr Rabe? Ich fürchte, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin ja schon in Rente. Ich war früher Schweinebauer. Ich bin kein Banker. Da haben wir was falsch verstanden. Das tut mir leid, dass ich da falsche Informationen gegeben habe. Ja, ich weiß, dass ich vergesslich bin. Herr Rabe, ja? Muss man eine Frage noch mal haben? Bitte? Sie das jetzt alles verstanden, was ich jetzt erklärt hatte? Ja, ich habe das, also ich habe zwar eine schreckliche Schrift, nach meiner Schrift hätte ich Arzt oder Professor sein müssen, aber ich habe es für mich lesbar mitgeschrieben. Ne? Ja, aber ich frage jetzt, ob Sie es verstanden haben. Also Sie haben verstanden, dass Sie das Lotto mal mitmachen? Dass es 59,50 im Monat kostet? Oh nein, jetzt habe ich den Kaffee verschüttet. Bitte? Herr Rabe, Herr Rabe, hatten Sie das jetzt verstanden, dass Sie das Lotto mitmachen und dass es 59,50 im Monat kostet? Haben Sie das verstanden, dass Sie das bezahlen?
Haben Sie das verstanden? Ich dachte, ich habe was gewonnen. Gut. Wie gesagt, Sie kriegen jetzt Ihren Gutschein. Ich gebe Der Ihnen mal kommt meine für Frau. Ich fürchte, ich bringe da was durcheinander. Herr Rabe, Sie kriegen jetzt Ihren Hallo, Gutschein. da ist Rabe. Wo ist das Problem? Wir haben hier kein Problem. Ich habe gesagt, der Gutschein Alter, kommt versteht ja jetzt nichts mehr, der alte Buck. Ich habe jetzt gesagt, der Gutschein kommt jetzt in circa 4 Wochen und ich wünsche noch einen Was für schönen ein Tag. Gutschein? Ja? Der Gutschein, Wofür? den Herr Rabe gewonnen Was hat. hast du wieder Sache Ja? bestellt? Das letzte Gewinnspiel hat 150 Euro im Monat kostet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja? Tschüss. So was Herzloses, verdammt. Ich liebe es.